Oh, das sieht doch gut aus, oder? Das sieht richtig gut aus. Das mit Knoblauchsoße will ich selber noch rufieren. Das heißt, da war auf alle Fälle irgendwas dran. Man erkennt gar nicht mehr, dass das hier ein Kescher ist, Mensch. Also so doll hätten wir es heute echt nicht vermutet, wirklich nicht. Willkommen zum Quappenspektakel, hoffentlich. Ne, Jens? Davon gehe ich aus. So, Freunde, wir sind auf dem Weg zu den Quappen am großen Strom. Endlich ist es soweit. Es hat wirklich lange gedauert, bis es jetzt richtig mal kalt wurde. Das muss man echt mal sagen. Und jetzt haben wir wirklich bestes Wetter, um eine schöne Quappe abzufassen. Jens, du hast dir alles sehr gut vorgelegt. Ja, und ich hoffe, das ist steigerungsfähig heute. Also eine 60er Quappe muss man schon schlagen. Ja. Muss er nicht. Die Größe sein kann aber diesmal die Masse sein. Richtig. Da muss ja nicht nur eine, können auch drei sein. Können auch acht sein. Oder richtig. So. Oder so. Leute, wir freuen uns tierisch. Das muss man echt mal sagen. Wir haben alles dabei. Ja, Freunde, ihr habt es ja schon im Thumbnail und in der Überschrift gesehen und gelesen. Wir wollen heute mit Garnelen angeln und zwar auf Quappen. Ja, es soll funktionieren. Ich bin richtig gespannt, ob es funktioniert. Wir haben natürlich noch andere Köder mit dabei, gar keine Frage. Köfis, Tauwürmer, vier Ruten mit am Start. Also zwei werden wir auf alle Fälle mit Garnelen bestücken und die anderen beiden natürlich mit Tauwurm oder mit Köfi. Also Jens, wir haben es nicht mehr weit. Also die Schlepperei war bis dahin ist furchtbar. Ey, hör auf. Du bist ja schon fix und alle, wenn du da bist. Also wir brauchen einen OSA-Mitarbeiter. Ihr könnt euch gerne bewerben. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Ja, Leute, ist eine Schlepperei, Leute, aber was soll ich sagen, Jens hat gar nicht so unrecht. Aber wir müssen halt an den Spot, wo wir letztes Mal waren und deswegen müssen wir auch ein paar Meter auf uns nehmen, aber wir sind gleich da, ein paar Meter noch. Jens, wir sind da. Wir sind angekommen, oh, das ist ganz schön kalt geworden. Also, es ist wie Sibirien so ein bisschen, ne? Der Wind zieht doch ganz schön, ne, du. Aber es wird. Du bist aber so verpackt, Mensch, musst du doch gar nicht merken eigentlich. Völlig gummiert, mit Kios als Müllmann durch. Hält unheimlich gut warm, weil es den Wind abhält. Genau. Wird was heute, glaub's mir. Ihr klappt doch, ihr klappt es. Wir werden das wiederholen. Riegeln. Fertig. 150 Gramm. Jetzt wird beködert. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Heimwaffe Garnele gekocht und geschält so sagt. Soll eigentlich ganz gut funktionieren auf Quappe. Okay. Und nicht nur auf Körper, eigentlich auch auf Wels übrigens. Na nicht, dass wir den als Beifang hier auch noch kriegen. Das ist ja schön, ne? Ne? Macht man da jetzt nur eine ran oder zwei? Ja, also ich würde jetzt eine ran machen. Du kannst ja gleich mal aufmachen, ne? Und dann zeigen wir mal den Zuschauern, wie groß die überhaupt sind. Alles klar. Ja. Guck mal an. Na guck mal, also wenn ich jetzt hier mal so reingreife. Die können wir ja selber verzehren. Erstmal können wir die selber verzehren, genau. Und die haben doch eine ganz gute Größe eigentlich. Ja, denk mal auch. Ja. Das probieren wir. Okay, mach ich einen drauf. Ich bin gespannt. Mach ich einen drauf, wie hoch du? Dann mal gucken, wie ziehst du am besten auf? Hier so schön durch. Das machst du aber gut. Oh, das sieht doch gut aus, oder? Das sieht richtig gut aus. Geil, wirklich geil. Das mit Knoblauchsoße will ich selber noch rufieren. Sehr, sehr cool. Cool. So, dann Feuer frei? Jawohl. Ich meine, Fakt ist eins, es ist noch nicht Quappenzeit, aber... Wir müssen ja mal anfangen. Richtig, genau wie das aus. Oh, warte, ey, die fliegt sich ja schon wieder, die Junge. Aber muss ja vorsichtig sein hier beim Werfen. Aber rein damit in den Strom. Zack. Geil, wirklich geil. Da liegt sie genau richtig. So, abgelegt. Oh, Spannung ist auch schon schön drauf. Guck mal, herrlich. Oh,
freue mich durch. Ich freue mich auch. Aufgeregt. Geil, sehr, sehr geil. So, Freunde, die erste liegt. Und jetzt? Jetzt machen wir mal einen Köfi ran bei der anderen. Ja, das ist eine gute Wahl. Wir haben ja so einige dabei. Ja. Na, schauen wir mal. So. Schön verpackt. Schaut euch das an. Sehr, sehr schöne Köfis. Wahnsinn. Die könnte man so ranhängen, aber auch halbieren. Je nachdem. Mal gucken, was Jens jetzt vorhat. Ja, ich mache eine ganze ran. Ich habe, ja, doch. Ja. Die Größe war damals auch, wo ich die 60er hatte, da war genau dieselbe Größe gewesen. Und die saugen sie sich ja förmlich ein. Ja. Nee? Ich denke aber schon ein gutes Maß. Dann machen wir auf. Such dir mal eine schöne raus. Ja. Ich wähle dieses Modell. Einfach reingegriffen, sehr gut. Ja. So, ja. Das wird was. Das wird was, garantiert. So, Jens ist schon startklar, hat schon beide Routen drin. Das mache ich jetzt auch. Ich habe jetzt eine Route startklar. Ihr seht es hier, Anti-Tangle-Boom mit 100 Gramm Blei. Brauchen wir auch definitiv. Ich angle jetzt hier an der Strömungskante. Jens hat voll in den Strom reingeschmissen. Ist auch vollkommen richtig so. Denn die Quappen, das muss man wissen, ziehen natürlich im Strom lang und an den Kanten. Im Buhnenfeld hat man zwar auch immer so ab und zu mal eine Quappe, aber die richtig großen sind halt mittendrin oder eben an den Kanten. So, und jetzt werde ich auch mal eine Garnier daran machen, auf meinen kleinen Haken hier. So, hier haben wir so eine schöne Garnier. Mache ich wie bei Jens auch, also wie Jens von gemacht hat, einfach durchgestochen. Und dann kommt er ja quasi hier wieder raus. So, und besser kann es doch gar nicht sein, oder? Also ein richtig schöner Happen für so eine Quappe. Schauen wir mal. Wäre toll, wenn es funktioniert. So, ab an die Strömungskante. Na, das freut mich ja. So, die erste Route legen wir schon mal ab. Und mal gucken, ob sie auch liegen bleibt. Ja, sieht ganz gut aus. So, jetzt machen wir noch die zweite startklar. Da mache ich jetzt, wie gesagt, keine Garniere ran, sondern mache ich jetzt Wurm ran. Und dann sind wir eigentlich vollkommen einsatzbereit. So, jetzt habe ich den Wurm raufgezogen. Ihr seht auch, fantastisches Spiel. So, mal gucken, ob da eine Quappe beißt. Aber noch haben wir ja noch Zeit. Wie gesagt, die Dämmerung muss erst einsetzen und die Nacht und dann sollte das auch gut funktionieren. Da kommt weiß. Ja in der Zwischenzeit was anderes noch. Wer weiß, genau. Gibt ja noch andere Arten. Yep. So, Freunde des Angelsports, die Routen liegen. Zwei dort, also vier insgesamt. Richtig cool. Zwei jetzt mit Garnelen, eine mit Köderfisch und die andere mit Wurm. Also, es kann losgehen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, es ist jetzt gerade mal 13.30 Uhr ungefähr oder 14 Uhr, Pi mal Daumen. Es muss jetzt noch, ich sag jetzt mal, wenigstens 16, 16.30 Uhr werden, bis wir die Chance haben auf eine Quappe. Vorher denke ich mal nicht. Aber vielleicht beißt ja noch ein Zander, man weiß es ja nicht. Oder noch eine andere Fischart. Deswegen sind wir auch ein bisschen zeitiger hier. Immer die Chance nutzen. Alles, ja, versuchen. Und Jens ist schon ganz ungeduldig. Nein, ich hab doch bitte Ruhe selbst. So, ein Schlückchen Eisen. Frische Pfefferminze. Herrlich. Und durch den Warm. Lass es dir schmecken. Ja, und mach da. So, Chrissy, ich habe uns gestern noch was Leckeres gebacken. Schau dir das an. Das sieht wirklich gut aus. Mit Liebe gemacht. Das glaube ich dir sogar. Lecker, lecker, lecker. Schöne, wie sagt man dazu? Schmalzgebäck sagt man dazu. Kriegt man normalerweise immer schön auf den Weihnachtsmärkten, aber unsere sind ja eh ausgefallen, habe ich gedacht, dann backst du das einfach mal nach. Hast du, glaube ich, ganz gut gemacht. Also ich hoffe es zumindest, ich habe es noch nicht probiert. Aussehen tun sie schon mal nicht schlecht, oder? Ja. Na, so, darf ich einen haben? Ah, sehr gerne. So, dann greife ich hier mal rein. Mensch. Oh, ich nehme ja auch einen. So, dann stoßen wir nochmal ein, wa? Guten Hunger.
So Leute, wir sind jetzt anderthalb Stunden jetzt hier am Angeln. Es hat kaum was gebissen, außer bei einer Rute bei Jens. Ganz kurzer Zupfer, auch Köderfisch. Aber ansonsten läuft es bis jetzt noch nicht, aber das wussten wir ja schon im Vorfeld. Die Quappen beißen ja, wie gesagt, erst in der Dämmerung oder erst, wenn es richtig dunkel ist. Das heißt, die Zeit kommt gleich. Wir müssen trotzdem noch eine Stunde ungefähr abwarten jetzt hier. Aber die Chance auf eine andere Fischart ist ja immer gegeben. Deswegen sind wir heute auch so früh dran. Leute, jetzt haben wir so richtig Schneetreiben hier. Na, Quappenwetter? Das ist richtig Quappenwetter jetzt. So, fehlt bloß der Fisch. Nein, der kommt gleich. Ja. Der ist gleich da. Leute, jetzt wird der Stuhl präpariert. Hier wird jetzt alles wetterfest gemacht. Das ist ja richtig so. Bei so einem Schmuddelwetter muss ja der Stuhl nicht nass werden hier, wo man drauf sitzt. Eine sehr gute Idee. So, ihr seht es gerade, wir wurden hier ganz schön überrascht gerade. Kleines Schneechaos. Ja, aber bestes Quappenwetter. Ich kann es immer wieder sagen. Du, aber Chrissy, letztes Jahr hat es bei 12 Grad gebissen. Ja, nicht bei so einem Shitwetter hier, du. Aber trotzdem, es ist eigentlich Quappenwetter. Ja, ja, eigentlich Quappenwetter. Es ist wie ein Arsch abzufrieren. Du wirst sehen, jede Route wird ja einmal bimmeln heute. Ja, weil der Wind so stark ist, oder meinst du jetzt vom Biss? Ich meine, ich würde mir natürlich... Oh, guck mal, jetzt alle Beete blau. Ja. Guck an. Ja, ist der Wind. Ist der Wind, na klar. Oh, ist das ein Wetter, ich bin völlig überrascht worden hier. Angesagt haben sie eine laue Winternacht. Hm? Köfis auf Eis. So muss das sein. Frischer geht nicht. Nee. Unfassbar, oder? Ist Wahnsinn, oder? Ich gucke mal, ich filme mal hier so ab. Alter, verdammt. Ey. Einfach mal eingeschneit hier. Und wir sind immer noch in Brandenburg und nicht in Südtirol. Nee. Das ist trotzdem herrlich, muss ich mal sagen. Ja, nee, macht doch Spaß. Auf jeden Fall. Da oben hat sich zwar noch nicht so viel bewegt, aber es ist ja immer noch nicht Beißzeit. Du weißt, 18 Uhr, Punkt 18 Uhr. Oh, das und dazu haben wir noch eine Stunde. Oh, oh. Wer weiß, wenn du denn, wie du denn aussiehst. Mal gucken. Komplett okay. Zu wahrscheinlich. Leute, es wird immer schlimmer hier mit dem Schnee. Schaut mal hier, das Rutenfutteral ist komplett zu. Wahnsinn. Wahnsinn, sage ich euch. So, jetzt werde ich mal kontrollieren. Wir haben jetzt nach 18 Uhr. Mal gucken. Aber bis jetzt hat sich noch nicht so viel getan, ehrlich gesagt. Na? So, gucken wir mal. Was sagt er? Die Garnele ist ab. Uiuiui. Ist nicht dran mehr. Tja, was heißt das? Na, weiß ich nicht. Also so richtig Biss haben wir nicht gesehen. Ne? Nee, das ist wohl wahr. Na gut, dann machen wir eine neue drauf, ne? So. Dann werden wir mal eine neue raufziehen. Zack. Und der geht jetzt wieder rein. Vielleicht war es ja ein bisschen, man weiß es nicht. Aber ich habe nichts mitbekommen. Nee, auch nicht. Naja, so. Der liegt. Und jetzt kontrollieren wir noch mal den anderen. Fühlt sich auch nicht so an. Naja. Was soll's. Es ist ja noch Zeit. Richtig. Sind meine Finger kalt. Also wenn ich habe jetzt die Handschuhe weggemacht. Also das merkt man richtig dolle. Jens sagt, ich soll mal einen Schnee fassen. Ich weiß ja nicht. Doch, danach werden die Hände heiß. Ah, ich weiß nicht. Bin mir nicht so sicher. So, ich habe vorhin mal gewechselt gehabt von Wurm auf Köfi. Ich habe jetzt den Kopf mal genommen gehabt, den Jens noch übrig hatte. Und man sieht keine Spuren, keine Bissspuren hier unten eventuell, aber ansonsten nix. Tja. Machen wir weiter. Machen wir weiter, genau. Den lasse ich dran. Mal wie die Rolle aussieht.
Den kennt man gar nicht mehr. Wahnsinn. So. So, weiter geht gleich. Gut. So. Auch die Waffe ist scharf. Jetzt heißt es wieder warten und Daumen drücken. Auf geht's. So, da hat es auch tatsächlich gebissen gerade. Ja, mal gucken. So, mal kontrollieren, mal gucken. Nee, das ist nicht. Nee? Nee. Nee, der zupft nicht. Schade, schade. Ah, oh, schade. Aber war ein schöner Biss gewesen. Oder was auch immer. So, gucken wir mal. So, gucken. Das war ja deine Köfi-Route, ne? Genau. Guck mal. Tatsächlich. Guck mal an. Tatsächlich. Nehmen wir mal ganz kurz in die Hand. Das heißt, da war auf alle Fälle irgendwas dran. Mhm. Leute, ihr könnt ja mal schreiben, ob so eine Quappe aussieht, also ein Quappenbiss aussieht, oder ob das vielleicht doch was anderes war. Aber auf alle Fälle war aber schon mal ein bisschen Aktion. Ja, mal gucken. Dann kriegt er sie nochmal wieder. Genau. So, ich hab alles. Macht er. Gut. Sehr gut. So, soll ich mal was sagen? Ich spüre meine Hände nicht mehr. Ja, fahr mal wieder los. So, dann mal gucken. Oh, das war ja schon mal was. Ja, es war schon mal ein bisschen Aktion, das stimmt. Na los, weiter geht's. Leute, es wird jetzt immer ungemütlicher. Jens hat ja gerade einen schönen Biss gehabt. Tja, aber jetzt, tja, was soll man sagen, schneit's umso mehr. Aber die Bisse lassen komplett nach, also nichts mehr, nada, niente. Ja. So, Jens freut sich. Mehr Schnee treiben ist hier nicht mehr, ey. Mann, Mann. Du freust dich auf eine heiße Dusche, ne? Ich freue mich wie Bolle da drauf. Glaube ich dir, ich mir auch. Ich kann die Kamera kaum halten. Oh, alter Falter, na gut. So, wir machen aber noch ein kleines bisschen. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir wollen eine Quappe. Jens, komm. Los, eine muss. Nochmal alles. Eine muss. Man erkennt gar nicht mehr, dass das hier ein Kescher ist, Mensch. Also so doll hätten wir es heute echt nicht vermutet, wirklich nicht. Wahnsinn. So, wir sind jetzt geflüchtet von unserer Buhne. Es war heftig, wirklich sehr, sehr heftig. So weit hat man ja nicht mitgemacht hier bei uns. Wir wurden so eingeschneit jetzt gerade. Mhm. Du hattest einen Biss gehabt, Jens? Ja. Einen schönen Biss sogar, ihr habt es ja gesehen. Irgendwas hat da reingehackt, wir wissen es aber nicht, was es war. Wahrscheinlich war es eine Quappe gewesen. Mhm. Auf Garnelen ging gar nichts. Tja. Ja. Probiert haben wir es aber. Probiert haben wir es, definitiv. Also Mission nicht bestanden. Aber noch egal. Nicht. Noch nicht bestanden, aber ich glaube, wir machen das auch nicht mehr, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mit der Garnele? Also, ja. Mit der Garnele? Ja, mit der Garnele, gut. Mit der Garnele, das weiß ich nicht so genau. Ich weiß ja nicht, ob andere Leute das schon mal mit Erfahrung gesammelt haben. Ihr könnt es mal reinschauen in die Kommentare. Würde uns ja mal brennend interessieren. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, wir machen weiter auf Quappe natürlich, aber ganz klassisch mit Köfi und mit Tauwurm, oder? Genau. Die Klassiker. So machen wir die das. Klassiker. So, Jens. Ab nach Hause. Ab nach Hause unter die Dusche. Ja, ich bin froh, dass wir im warmen Auto hier sind. Wahnsinn. Ich hatte so eine kalten Finger gehabt, das glaubt ihr gar nicht. Ja. Ich muss jetzt wahrscheinlich die Handschuhe anlassen. Leute, es war wieder ein spaßiger Tag, keine Frage. Ja, und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Angel mit Motorspray-Angler. Bis langsam, wir, Petri, ciao und macht's gut. Ciao. Sag mal, wie soll ich denn hier losfahren? Hast du schon mal die Scheibe gesehen? Ich hab schon mal gefegt. Soll ich jetzt nochmal fegen oder was? Das hört ja nicht auf hier. Mann! So Leute, wie ihr seht, es ist wieder ein bisschen heller geworden. Nächster Tag.
Der nächste Tag jetzt. Der nächste Tag, genau, einfach durchgemacht. Richtig. Also ihr habt es gesehen, am ersten Tag lief nicht so viel. Wir waren auch noch mal ein zweites Mal unterwegs gewesen. Da war sehr viel Eis drauf, Randeis, wo bemerkt. Ja. Und die Buhnen waren komplett zu. Können wir euch jetzt mal kurz einblenden. Also da waren Angeln wirklich kaum zu denken. Aber wir haben es probiert. Wir haben es probiert, ja. Du hast ja wunderbar gedacht, war ein bisschen gewesen, hat dir die Eisscholle fast die Angel reingezogen. Ne? Ja, das sah wunderbar aus, ja. Wirklich. Ja, 30 Minuten haben wir durchgehalten. Dann haben wir uns gesagt, nein, das macht nicht wirklich Sinn. Nee. So, und jetzt sind wir hier zum dritten Mal auf Quappe. Also es muss doch was gehen, Jens, oder? Heute ja. Heute ja? Heute ja. Heute ist der Tag der Tage. Na das. Na das. So Jens, was ist hier los? Na, nichts ist los. Also wirklich, wir sitzen hier in die schlagenden 5 Stunden und nichts ist passiert. Gar nichts ist passiert. Echt traurig, ne? Ja, ich weiß es nicht. Obwohl die Wetterverhältnisse eigentlich alles dafür sprechen. Ne? Aber siehst du ja selber. Weißt du, was meine Vermutung ist? Sprich? Die haben Angst vor dir, weil die sehen dich gar nicht. Die sehen bloß deine Augen. Ja, das reicht ja hoch. Was wollen sie denn noch sehen? So Leute, wir haben es jetzt ein paar Stunden probiert. Die dritte Session hier. Ja. Tja, was soll man sagen? Es läuft einfach überhaupt nicht. Nee. Leute, kein einziger Biss. Naja, also Garnier hat nicht gestochen, Köfi hat nicht gestochen, Wurm hat nicht gestochen. Also was heißt, wir packen ein, oder? Wir packen ein und versuchen es Ende des Jahres nochmal. So sieht's aus. Ende des Jahres ist dann im Dezember. Genau. Aber jetzt reicht's wirklich aus. Ja, Leute, so eine schlechte Quappensaison haben wir noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Letztes Jahr haben wir ja auch wirklich schöne Fische gefangen. Wir können ja mal eine einblenden, damit man wenigstens eine hier sieht im Video. Ja, aber in dieser Saison sollte es einfach nicht sein. Nee. Naja. Selbst wirklich der Geheimtipp Garnele, wa? Also viele sagten, dass das funktioniert. Absolut nicht gestochen. Aber ich sag dir, das sollte man im Sommer vielleicht nochmal probieren. Glaub mir, auf Aal. Garnele auf Aal sollte funktionieren. Habe ich zwar auch noch nie gehört, aber gut. Probieren wir aus. Das testen wir den aus. Okay. So Leute, bevor wir jetzt irgendeinen Quatsch hier noch filmen, ne, mir fällt auch gar nichts mehr ein, was ich hier filmen soll. Jens hat schon gesagt, ich soll hier noch ein bisschen die Landschaft noch filmen und alles drum und dran. Nein, das lasse ich lieber mal. Würde ich sagen, wir packen jetzt ein, wir fahren nach Hause, es reicht dicke aus. Leute, es war wieder eine Ehre mit dir. Mir auch. Leute, wir sehen uns das nächste Mal, wenn das wieder heißt Angeln mit Motorsprechern nach. Bis dann, seid wir, Petri, ciao und macht's gut. Ciao.